Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Weekend-Vlog. Ich bin übrigens aktuell in der 26. Schwangerschaftswoche. Ich finde es ganz interessant, wenn ich das am Anfang sage. Ich finde es so verrückt. Das ist eigentlich, also nächste Woche komme ich schon ins dritte Trimester. Heißt Endspurt. Dann zieht es sich wahrscheinlich trotzdem noch lange. Warum ich heute vlog? Wir werden euch morgen das Geschlecht verraten. Ich denke, wir machen das über Instagram. Deswegen kann ich es euch hier auch schon gleich zusammen mit Dennis sagen, was es wird. Ich gehe jetzt gleich in die Garage, mache mir noch einen Tee. Und dann gehe ich runter, denn in der Garage ist ja unser Schrank, den ich restauriere. Und ich muss ihn noch fertig schleifen und dann können wir nachher jede Einzelteile hier hochtragen. Und dann streiche ich ihn drinnen. Auf jeden Fall packe ich mir jetzt meinen Tee, ziehe mir noch einen warmen Pullover an und dann geht's in die Garage. Also so sieht es aktuell hier aus. Also das Teil ist eigentlich so gut wie fertig geschliffen und ein bisschen ausgebessert. Ich glaube die Türe auch, ich müsste mir noch mal von hinten anschauen. Die zwei sind abgeschliffen. Jetzt muss hier noch die Türe, also nee, das ist ein Seitenstück, das hintere Teil und die Tür und der Zwischenboden. Doch noch ein bisschen was, aber das Oberteil ist abgeschliffen, das fast, ja, und die Teile, also zur Hälfte bin ich. Das ist das letzte Teil, welches abgeschliffen werden muss. Und ich gehe jetzt hier mit einem Lappen drüber und entferne den Staub. Genau, das ist mal der Plan. Schaut mal, die Jungs haben den Schrank hochgebracht. Der ist jetzt komplett abgeschliffen, aber ich werde ihn hier drinnen streichen und nicht draußen, weil es doch sehr kalt ist. Ja, der kommt aber nicht an diese Wand, sondern an diese Wand und da steht noch aktuell der Tisch, aber den bauen wir voraussichtlich auch noch heute ab. Und ich mache mich jetzt mal fertig und springe unter die Dusche. Ich habe nämlich mit Katrin noch ein bisschen was vor heute. Genau. Fias war übrigens da und hat uns was richtig Tolles mitgebracht. Und das, was er mitgebracht hat, das verrät nämlich das Geschlecht unseres Babys. Deswegen werden wir das nachher mit euch öffnen. Also nochmal öffnen, wir haben es schon gesehen. Und dann erfahrt ihr auch das Geschlecht heute in dem Vlog, wenn ihr es nicht schon über Instagram erfahren habt. Genau. Und Kuchen hat er auch mitgebracht. Super für meine Figur, ne? Ja, wir müssen kurz das Schwanger sein, aber ich weiß nicht mal, wo das genau ist. Katrin und ich haben jetzt den Plan, dass wir Kürbisse kaufen gehen. Gehen doch gutes Heim, glaube ich. Sparkasse. Ja, gibt's auch. Sparkasse. Auf jeden Fall haben wir kein Geld dabei, wir brauchen noch Geld. Genau, sie hat mich abgeholt, ich bin schon mittlerweile fertig gemacht. Dennis bastelt gerade noch mit jemandem an seinem Auto rum. Da sind nämlich die Bremsen kaputt und da werden neue Bremsbeläge drauf gemacht. Genau, deswegen haben wir gesagt, dann gehen wir los und holen das, was wir holen wollen. Denn wir haben eine richtig coole DIY-Idee dafür. Genau. Und dann schauen wir mal uns um. Wir sind jetzt bei den Kürbissen. Hätte ich lieber in den Supermarkt genommen. Ach was. Und Katrin ärgert sich gerade, dass die halt so dreckig sind, aber ist ja egal. Die Grünen sehen auch voll schön aus. Wieder zu Hause. Wir haben Kürbisse besorgt. Ich habe eingekauft fürs Essen und habe Blumen gekauft für ein cooles
Kürbis DIY. Das mache ich morgen. Da freue ich mich auch schon riesig drauf und ich zeige euch mal die Sachen. Also das ist auf jeden Fall der Kürbis, mit dem ich morgen das DIY vorhabe. Ich werde mir wahrscheinlich noch einen größeren kaufen. Nachher mache ich Salat mit Kürbis und es gibt Kassler dazu. Und das sind die Blumen, die ich für das Do-It-Yourself gekauft habe. Das sind so viele. Ich mache die mal auf und tue sie in die Vase. Ich mache jetzt hier Süßkartoffel, den Kürbis in den Backofen und dazu gibt es Salat und Kassler. Genau, that's the plan. Ich habe jetzt noch das Kassler hier rein zu den Süßkartoffeln und zum Kürbis. Und jetzt gebe ich das auf unseren Teller. Das ist unser fertiges Abendessen. Wir haben hier Bio-Kassler, Süßkartoffeln, Kürbis. Das hier ist noch ein Quark, der übrig geblieben ist vom Freitag, also von gestern. Und Salat. Und der Dennis kommt jetzt hoffentlich auch. Genau, dann lassen wir uns das schmecken. Hast du die Serie gestern schon mal geguckt? Fertig. Wir wollten euch heute sagen, welches Geschlecht es wird. Ihr habt es vielleicht schon über Instagram erfahren, aber wir wollten es hier euch auch noch sagen. Wir bekommen ein... Mädle! Mädchen! Wir haben uns beide voll arg gefreut. Die meisten dachten ja, wir bekommen einen Junge, gell? Freunde und also, Verwandte. Ja. Und Bekannte und ich habe ja die ganze Zeit gesagt, wir haben von Anfang an gesagt Mädchen, aber dann haben wir uns langsam, also ich habe mich auf jeden Fall zum Junge ziehen lassen. Wegen den anderen. Genau. Und ich habe die ganze Zeit gesagt Mädchen. Durch einen Tag mal so was anderes gesagt und dann am nächsten Tag wieder was anderes. Nee. Doch. Ich habe immer gesagt Mädchen. Jetzt gibst du. Nein, ich habe nur gesagt, weil alle anderen gesagt. Hast du es gesagt? Komm jetzt. Nein. Wie nein? Nee. Warum lügst du? Ich lüge nicht. Du lügst? Ich lüge. Ich habe es nie gesagt. Nein! Naja, egal. Ist ja egal. Auf jeden Fall haben wir von unserem Freund heute ein kleines Geschenk bekommen. Das wollte ich euch zeigen. Das erste Geschenkchen, das auch was in der Farbe rosa hat. Ansonsten haben wir alles nur in neutralen Farben geschenkt bekommen. Und zwar ist das ein Höschen, richtig süß. Dann ein Oberteil, welches man so binden kann. Das finde ich auch süß. Jetzt kommt Katrin. Richtig cute. Und das Jäckchen in rosa darüber. Also so ein richtig schönes rosa, also ganz dezent. Und ein Mützchen, das haben wir vom lieben Fers bekommen. So cute. Wir gehen jetzt noch mit Freunden was trinken und dann sehen wir uns später nochmal, weil dann nehme ich die Kamera jetzt natürlich nicht mit. Guten Morgen, 9:30 in Deutschland. Ich sehe richtig müde aus. Ich habe mir gestern ein Kartoffelbrot beim Rewe gekauft und es schmeckt so gut mit Nutella. Und dann mache ich mich mal fertig und dann melde ich mich nochmal. Hier steht ja unser Schrank und jetzt seht ihr auch schon hier die Farbe, in der er gestrichen wird. Und zwar wird das so ein ganz, 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 ganz helles Rosa. Pfirsich Sorbet heißt die Farbe und ist von der Marke Schöner Wohnen. Also wenn ihr das hier im Vergleich zur Wand seht, sieht man schon einen Unterschied, dass das auf jeden Fall kein Weiß ist. Und ich habe halt gesagt, einen weißen Schrank hätte man auch einfach kaufen können. Und deswegen habe ich mich für so ein ganz helles Rosa entschieden. Und diese Wand bekommt eine Tapete bis zur Hälfte. Und die andere Hälfte wird entweder dieselbe Farbe bekommen oder ein Creme. Ich guck mal, wie die Tapete rüberkommt. Die kam jetzt noch nicht an. Vielleicht kommt jetzt Anfang der Woche an. Genau, und das ist das Projekt für diese Woche, dass der Schrank fertig wird. Und dass ich Ihnen vielleicht nächstes Wochenende euch zeigen kann, wie er dann dasteht. Das wäre mega, mega cool. Und dann kann ich nämlich schon ein paar Sachen einräumen und so. Mega schön. Und ich habe mich gestern wirklich so sehr über das Geschenk gefreut von dem
Lieben Fias, vor allem die Jacke, guck mal, die ist genau in der Farbe vom Schrank. Das ist ja cute. Wie cute. Richtig schön. Ich habe mich voll gefreut. Ich mache mich jetzt mal ready für den Sonntag. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Habt ihr dann gedacht, dass es ein Mädchen wird? Schreibt es mal in die Kommentare. Und Namensvorschläge. Wir haben uns immer noch nicht für einen Namen entschieden. Menschenskinder, das ist irgendwie eine schwere Geburt. Wenn die richtige Geburt dann einfacher ist, dann ist es nicht so, dann ist halb so wild. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.